Arten von Böden, ich sag das mal vorweg, sind vier Arten von Menschen, die das Wort Gottes hören. Vier Arten von Menschen, die das Wort Gottes hören. Und der erste, der es hört, der ist so hart, wie dieser Weg, der platt getreten ist. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon alles erlebt hast. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist dein Leben so hart getreten, dass das Wort Gottes einfach nicht mehr in dein Herz geht. Ja? Vielleicht haben es Menschen kaputt gemacht. Vielleicht hast du es selber kaputt gemacht. Dein Geld dein Gott ist. Na dann, gut noch. Also, wenn ihr die Bibel dabei habt oder auch eine Handy-App oder so, dann schlag doch bitte mit auf. Wir lesen Matthäus-Evangelium Kapitel 13 und wir schauen mal, was der Herr uns da sagen will. Aber vorher, stell dir Folgendes vor. Irgendwo in deiner Wohnung, irgendwo, wo du jetzt gerade bist, du weißt, da im Keller oder irgendwo in der Kammer oder so ist eine riesen Schatztruhe. Und diese Schatztruhe hat ein großes Schloss. Und du weißt, in dieser Schatztruhe sind viele Schätze. Unbezahlbare Schätze. Und jetzt frage ich dich, was würdest du machen? Was würdest du machen? Du könntest daraus nehmen, was du wolltest. Aus dieser Schatztruhe. Also ich würde eine große Flex nehmen. Ich würde in diese Kammer oder in den Keller gehen und ich würde es aufflexen, weil ich zu neugierig wäre. Ich wollte unbedingt wissen, was ist da drinnen? Und wie wertvoll ist das da drinnen? Oder? Ja. Wisst ihr, und genau so ist es, wenn Jesus in Gleichnissen spricht. Ein Gleichnis ist, also es gibt ja ganz viele Gleichnisse in der Bibel, besonders in den Evangelien, weil Jesus spricht ja in Gleichnissen. Ein Gleichnis ist, Jesus nimmt eine alltägliche, ganz normale Geschichte. Ja? Eine ganz normale Geschichte. Heute würde er vielleicht erzählen, keine Ahnung, dass jemand von euch bei der Arbeit war und dort hat er etwas getroffen. Eine ganz normale, alltägliche Geschichte. Du bist heute mit der Bahn gefahren und da hast du den und den getroffen. So, damals war es ja so, da gab es ja das alles nicht. Deswegen spricht Jesus dann meistens von Hirten. Das war was Normales. Jeder wusste, was ein Hirte war. Dann spricht er von einem Ackermann, von einem Bauer, der sein Feld besät. Das schauen wir uns gleich an. Und so weiter und so fort. Ja? Er nimmt jetzt diese alltägliche Geschichte, packt in diese alltägliche Geschichte etwas Himmlisches hinein, um uns damit etwas ganz einfach zu erklären. Er will uns damit ein Geheimnis erklären. Und zwar ist das ein Schatz. So, und wir haben diesen Schatz hier. Wie ich gerade gesagt habe, die Schatztruhe. Wir haben diesen Schatz und es steht irgendwo in der Ecke oder es liegt irgendwo im Schrank. Weißt du, wenn hier jetzt, seien wir doch mal ganz ehrlich, wenn hier jetzt irgendwas drin wäre, wo wir, keine Ahnung, 100.000 Euro für kriegen würden, dann würde das hier nicht mehr in deinem Schrank liegen. Also, wenn es um Geld geht oder so, dann sind wir ganz schnell dabei, ja? Aber wenn es um Gottes Wort geht, was viel mehr wert ist, nämlich unbezahlbar, da sind Geheimnisse, da sind Schätze drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil, und ich merke es ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei bei TikTok, aber ich merke, dass viele sich sehr, sehr gut auskennen. Wirklich, sehr viele kennen sich sehr gut aus. Aber jetzt kommt's. Wenige kennen sich mit Gottes Wort aus, sondern viel mit, was ringsherum ist. Das habe ich so irgendwie gemerkt. Ich kann viel von euch lernen, keine Frage. Da kennt sich einer sehr gut mit der Kirchengeschichte aus. Wieder andere kennen sich mit dem muslimischen Glauben aus. Wieder andere kennen sich mit irgendwelchen Irrelehren aus. Ich weiß es nicht. Mit den Zeugen Jehovas und so weiter und so weiter. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Wirklich nicht. Und ich kann da von euch lernen. Aber das Wichtigste von allem verlieren wir oft aus den Augen. Das ist Gottes Wort. Das Erste, was ich gelernt habe damals in der Bibelschule war, ohne Gebet und Gottes Wort, geh niemals aus deinem Hause fort. Niemals. Ohne Gebet und Gottes Wort, geh niemals aus deinem Hause fort. Ja? So, und jetzt kommen wir zu diesem Gleichnis. Habt ihr jetzt verstanden, was ein Gleichnis ist? Ein Gleichnis ist ein göttliches Geheimnis, erklärt mit einer alltäglichen Geschichte. Jesus will uns ein Geheimnis verraten, das ist ein Schatz. Und hier in Matthäus 13 spricht Jesus von 7 Himmelreichsgleichnisse. Hier sind sogar 7 Schätze, 7 ganze Schätze. Und jetzt kommt's, das ist auch ein Geheimnis. Diese 7 Gleichnisse gehören alle zusammen und ergeben nachher eine ganze Botschaft. Ich habe das ja gemacht bei TikTok mit diesen Namen. Einmal mit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes.
Und einmal mit den fünf Menschen unterm Kreuz. Und da gibt es noch viel, viel mehr von. Vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber hier jetzt in Matthäus 13 ist es auch so ähnlich. Ja, es sind sieben Himmelreichsgleichnisse. Und wenn wir uns jetzt jedes Gleichnis einzeln anschauen, dann haben wir in jedem Gleichnis eine eigene Botschaft. Und alle zusammen ergeben auch eine ganze Botschaft. Und das ist sehr interessant. Wir schauen mal, vielleicht nehmen wir das erste und das zweite durch und vielleicht die nächsten Male, dann können wir ja dann alle zusammen mal durchnehmen oder so, oder vielleicht die nächsten. Ich möchte lesen. Matthäus 13. Habt ihr jetzt alle verstanden, was ein Gleichnis ist? Weil, wenn hier jetzt zum Beispiel in der Bibel, wenn ihr lest, und Jesus sprach zu ihnen in Gleichnissen, oder wenn ihr lest, und das Himmelreich gleicht, dann ist es keine reale Geschichte, sondern dann ist es etwas, ein himmlisches Geheimnis, und Jesus möchte uns das mit einer alltäglichen Geschichte erklären. Es ist nicht wirklich passiert. Aber wenn da jetzt zum Beispiel das nicht steht, dann nehmen wir das Wort für Wort und dann ist es wirklich passiert. Aber jedes Mal, wenn da steht, das Himmelreich gleicht, oder er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen, dann ist es ein Geheimnis. Er möchte uns etwas damit sagen, Jesus. Ja? Jesus, in sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Sehr gut, das ist auch ein schöner Spruch, ne? Jesus, in sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Sehr schön. Pinguin, gold du. Lesen wir Matthäus 13, ab Vers 1. An demselben Tag ging Jesus aus dem Hause und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und alles Volk stand am Ufer. Und jetzt kommt's. Und er redete vieles zu ihnen in Gleichnissen und sprach. Und jetzt stell dir das Folgendes vor. Jesus kommt an das Galiläische Meer. Und da sind jetzt tausende Menschen. Wirklich viele Menschen. Wirklich viele, viele Menschen. Und er muss sich sogar, es sind so viele Menschen da, dass er sich in ein Boot steigen muss, um... Ja, damit die Menschen sich ihn nicht zu bedrängen, weil sonst würden sie nicht mehr zuhören. Alle wollten was von Jesus. Sie wollten gesund werden, sie wollten geheilt werden und so weiter. Sie haben ihn richtig bedrängt. Sie haben ihn ja fast auseinandergefetzt bei manchen Situationen. Und jetzt setzt er sich an ein Boot und die Menschenmenge steht am Ufer und hört ihn zu. Und jetzt fängt Jesus an zu sprechen. Und jetzt schauen wir mal, was er sagt. Jetzt redet er ein Gleichnis, ja? Das ist keine echte Geschichte, sondern das ist ein Geheimnis. Und das Geheimnis darfst du heute erfahren. Jetzt kommt die Geschichte. Siehe, sagt Jesus, es ging ein Seemann aus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob ihr vom Land kommt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wie so ein Bauer sein Feld besät. Heute ist es ja modern. Da fahren sie ja mit dem Trecker los und dann geht es ja viel, viel schneller als früher. Früher war es aber anders. Früher war es so, da war ein großes Feld und da war ein Bauer und der hat dann Weizen in seiner Schürze oder im Korb oder was weiß, wie auch immer gehabt. Und jetzt stell dir vor, dass das Feld ist jetzt riesengroß und er konnte ja nicht von hier bis auf die andere Seite, ich sage jetzt einfach mal 30 Meter schmeißen, diese Weizen. Hat er ja nicht geschafft, sondern es waren alles so kleine Kästchen. Immer so kleine Kästchen. Und er ging immer um diese Kästchen rum. Ich weiß es nicht, sagen wir jetzt einfach mal 5 Meter oder so. Ich weiß es aber nicht genau. Immer so 5 Meter. 5 Meter mal 5 Meter oder 10 Meter mal 10 Meter. Und dann ging er immer da rum und nahm diesen Weizen und hat das besät. Ja? Und so hat er das ganze Feld besät. Und dieses Feld war nicht immer hundertprozentig gut. Da war nicht alles wunderschöner Boden, sondern indem er säte, fiel einiges auf dem Weg, steht hier. Vers 4. Also, dieser Weg, der ist ja platt getreten, ne? Hart getreten, weil ja der Bauer immer wieder darauf läuft. Und das andere, der andere Ackerbogen, der ist ja locker, der ist ja aufgewühlt, damit da auch der Weizenkorn hineingehen kann, sterben kann und dann natürlich auch wachsen kann. Und auf diesen harten Boden fiel jetzt natürlich auch Weizen oder auch Gerste oder was weiß ich. Und jetzt Folgendes passiert. Indem er säte, fiel einiges auf dem Weg, ich bin noch im Vers 4, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Also jetzt ist was auf dem Weg gefallen und jetzt kommen Vögel, stell dir das mal richtig bildlich vor, und fressen alles auf. Sie haben es aufgefressen. Also was konnte auf dem Weg nicht wachsen? Ging nicht, weil der Weizen war weg.
Da konnte nichts wachsen. Also Weizen ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, Gerste, Weizen, keine Ahnung. Es wächst, es ist ein Halm und dann kommt die Ähre und dann sind da ganz viele Körner dran. Bei manchen sind dann 20, 30, 40, 50, 100 Körner dran. Ja? Und auf dem Weg konnte jetzt nichts wachsen. Nichts. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was Jesus hier erzählt und dann legt Jesus sich das ja selber aus und dann schauen wir mal, was er damit meint. Es ist ja immer noch ein Geheimnis. Ne? Jesus möchte uns ein Geheimnis verraten. Ein göttliches Geheimnis in einer alltäglichen, normalen Geschichte. Es war früher ganz normal, dass der Bauer sein Feld gesät hat. Also, indem er säte, fiel einiges auf den Weg. Das ist es gibt hier vier verschiedene Ackerböden, das ist der erste. Und jetzt Vers 5. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Ich habe mir das mal angeschaut, gerade da in Israel und in diesen Ländern, da ist ja oft auch Stein. Ihr kennt das ja auch von der Schweiz, manche kommen ja aus der Schweiz. Und in der Schweiz ist es ja auch so, dass der Acker nicht immer hundertprozentig ist, sondern an den Ecken oder irgendwo ist ja unten Stein, ja? Und obendrauf ist dann so ein bisschen Sand. Und er sagt jetzt so, er schmeißt jetzt den Weizen, einiges fällt auf den Weg, da kommen die Vögel und fressen es auf, und einiges fällt unter den steinigen Boden. Und der steinige Boden, jetzt pass auf, da fällt jetzt dieses Korn auf den Ackerboden und dann geht er auf und die Wurzel kann nicht weiter rein in den Boden, weil es keine tiefe Erde hat. Und weißt du, was jetzt passiert? Pass auf. Vers 6. Als die Sonne aufging, verwelkte es. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Ist ja wohl normal, ne? Also, die Wurzel ging nicht weiter, weil der Stein war. Und jetzt hat es kein Wasser bekommen, keine Nährstoffe bekommen. Und jetzt kommt die Sonne. Und jetzt wird es heiß. Da ist was gewachsen ein bisschen, aber bringt keine Frucht. Geht ein, geht kaputt, weil es kein Wasser bekommt. Weil es keine Nährstoffe bekommt. Jetzt kommt der dritte Boden. Wir sind immer noch dabei. Der Seemann sät, einiges fällt auf den Weg, die Vögel fressen es auf, einiges fällt auf steinigen Boden. Ich wiederhole das immer wieder extra, ne? Und jetzt kommt die dritte Art von Boden. Vers 8. Ne, Entschuldigung, Vers 7. Der dritte. Einiges fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Ich habe mir mal so ein Ackerfeld angeguckt, irgendwo in Bayern war das. Und ich habe da wirklich gesehen, dass es an den Rand viele Dornen gab. Und jetzt stell dir vor, er schmeißt da jetzt auch diesen Weizen auch dahin, wo auch vielleicht Dornen sind. Und jetzt wächst beides miteinander auf, aber die Dornen sind stärker, weil die Wurzel von den Dornen nehmen auch wieder die Nährstoffe und auch wieder das Wasser weg von dem Weizen. Und der Weizen kann nicht wachsen, weil die Dornen da sind. Dann sind der Weizen war verkümmert. Ich habe mir das angeguckt. Das war verkümmert, da konnte nichts wachsen, da war keine Frucht. Jesus erzählt immer noch die Geschichte und er möchte uns mit dieser Geschichte etwas klar machen. Und jetzt kommt vom Acker jetzt der vierte. Der vierte Teil. Vers 8. Einiges fiel auf gutes Land und trug Frucht. Einiges hundertfach, einiges 60-fach, einiges 30-fach. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt, ein Seemann ging aus zu sehen und indem er säte, fiel einiges erstmal auf den Weg. Das ist klar, ne? Wenn er den Weizen schmeißt, fällt einiges auf den Weg. Da kommen die Vögel und fressen es auf. Einiges fällt unter steinigen Boden und dann geht es auf und die Sonne kommt und dann verwelkt es. Einiges fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten es. Es konnte nicht wachsen. Und einiges fällt auf gutes Land. Und weißt du, was da passiert ist? Da ist was gewachsen. Da ist richtig. Eine richtige Halm, richtige Ähren, richtiges Weizen, da ist was gewachsen. Und einiges hat dann 30-fach getragen, einiges hat 60-fach getragen und einiges hat sogar 100-fach getragen. Also 30 Körner oder 60 Körner oder 100 Körner. Und jetzt sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Hier steht ein Wort, das bedeutet nicht nur hören, sondern das Wort, was hier steht, das bedeutet, es geht ins Ohr hinein, jetzt hör zu, geht ins Herz. Und verändert. Du verstehst es. Also nicht nur mit Ohren hören, hier rein und da raus, sondern diese Geschichte. Wir sind immer noch bei dem Gleichnis und wir wissen ja noch gar nicht, was es bedeutet. Aber erstmal diese alltägliche, normale Geschichte. Wenn du von Anfang an dabei warst, dann hast du ja von Anfang zugehört. Jesus erzählt eine ganz normale, alltägliche Geschichte. Hunderte, tausende Menschen hören ihm zu und er möchte ihnen jetzt ein Geheimnis erklären. Ja, das ist ein Schatz. Und er sagt, der Bauer geht los.
und wirft den Weizen und es fällt auf vier verschiedenen Arten von Böden. Und nur bei den letzten kann es etwas wachsen, weil da nämlich ja, guter Boden ist. Und jetzt kommen wir dazu, es sind ja nicht meine Gedanken, sondern das Gute ist bei diesem Gleichnis, Jesus selber legt es aus. Jesus selber erzählt uns, was dieses Gleichnis bedeutet. Und zwar, jetzt habt ihr noch eine Frage jetzt erstmal zu der normalen alltäglichen Geschichte. Habt ihr dazu noch eine Frage? Jetzt kommen wir zu der Auslegung, was es bedeutet und was Jesus uns damit sagen will. Habt ihr eine Frage noch dazu? Sonst kommen wir zu der Auslegung jetzt. Also ich erzähle es nochmal für die, die jetzt neu reingekommen sind. Lacho Wagner, Shalom, Gottes Segen. Also wir sind jetzt dabei, Matthäus 13 zu lesen und Jesus erzählt uns hier ein Gleichnis. Ein Gleichnis bedeutet ein himmlisches Geheimnis in einer alltäglichen Geschichte, ja, verborgen, aber er öffnet uns das. Das ist ein Geheimnis, was verborgen war, aber jetzt öffnet Jesus uns das. Und ja, da ging ein Seemann aus, ein Acker, und wirft seinen Weizen. Und einiges fällt auf den Weg und dann kommen die Vögel und fressen es auf. Einiges fällt unter den steinigen Boden und da kann nichts wachsen, weil es die Wurzeln nicht weitergeht. Es bekommt keine Nährstoffe. Einiges fällt unter den Dornen und die Dornen ersticken den Weizen und es kann auch nicht wachsen. Und einiges fällt auf gutes Land und bringt Frucht. Und verschiedene Arten von Frucht. Und jetzt kommen wir zu der Auslegung, wenn du keine Frage mehr dazu hast. Vers 18. Da kommt die Auslegung. Matthäus 13, Vers 18. Hör zu. Vielleicht bist du ja jetzt der, der zuhört und willst wissen, was das bedeutet. Ja, vielleicht verändert das ja das Wort dein Leben heute. Hör genau zu. Jetzt sagt Jesus, so hört ihr nun dieses Gleichnis vom Seemann. Er erklärt uns das jetzt. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Also der Ackermann, der Bauer hier, ist Jesus. Oder der, der Jesus sein Wort weitergibt. Und du bist der, der es jetzt hört. Ja? Und wenn du das Wort jetzt vom Reich hörst und du verstehst es nicht, du verstehst es einfach nicht. Dann kommt der Böse. Wer ist der Böse? Satan, der Teufel. Und reißt hinweg. Also der Teufel nimmt dir das Wort, was du jetzt gehört hast, nimmt es dir sofort weg. Du denkst gar nicht mehr an das Wort. Du hast ganz andere Sachen im Kopf. Ja, das ist der Teufel, der dir das raubt, weil er will nicht, dass wir Gottes Wort hören. Also ich lese nochmal Vers 19. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf dem Weg gesät ist. Wisst ihr noch, dass die beim ersten Weg, wie hart dieser Weg war und die Vögel kamen und fraßen es auf? Weißt du, es gibt Menschen. Also diese vier Arten von Böden, ich sage das mal vorweg, sind vier Arten von Menschen, die das Wort Gottes hören. Vier Arten von Menschen, die das Wort Gottes hören. Und der Erste, der es hört, der ist so hart wie dieser Weg, der platt getreten ist. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben schon alles erlebt hast. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist dein Leben so hart getreten, dass das Wort Gottes einfach nicht mehr in dein Herz geht. Ja? Vielleicht haben es Menschen kaputt gemacht bei dir. Vielleicht hast du es selber kaputt gemacht durch deinen Lebenswandel, durch Alkohol, Drogen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber dein Herz ist so hart wie dieser Weg. Und das Wort des Weizen ist ja Gottes Wort, kann nicht mehr in dein Herz reingehen. Es kann nicht mehr reingehen, weil es so platt getreten ist, so hart getreten ist. Du hast einfach ein steiniges, hartes Herz. Du verstehst es nicht, du willst es nicht. Und kann jetzt irgendwas, kann dieses Wort in diesen ersten Menschen wachsen? Kann das? Geht nicht. Da wächst nichts. Weil du es einfach nicht verstehst. Du hörst Gottes Wort und willst es nicht verstehen. Du bist so hartherzig, du willst nicht. So, jetzt kommt der zweite Art von Mensch. Der zweite Art von Mensch ist der, lesen wir mal, Vers 20, bei dem aber auf dem felsigen Boden gesät ist. Wisst ihr noch, wie ich erklärt habe, dass erst eine Schicht Sand oder Erde und danach kam dann dieser felsige Boden und die Wurzel wuchs, aber es konnte nicht weiter wachsen, weil es keine Nährstoffe bekommen hat, weil es kein Wasser bekommen hat und dann kam die Sonne und dann eingegangen, vertrocknet.
Jetzt schauen wir mal, wer das ist. Das ist wieder der zweite Art von Mensch. Vielleicht bist du auch heute hier und hörst das Wort und du bist dieser Mensch. Jetzt pass auf. Ich erkläre dann zum Schluss, was diese Frucht ist, ja? Bei dem aber auf dem felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört. Du hast Gottes Wort gehört und seine Botschaft. Und es gleich mit Freuden annimmt. Ja, Jesus liebt mich. Ich will ihm folgen vom ganzen Herzen. Aber da ist nicht viel. Weil wir lesen weiter. Vers 21, wisst ihr noch? Der Stein darunter. Aber er hat keine Wurzel, Vers 21. In sich. Er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Also, du hast jetzt in deiner Gemeinde, hast jetzt das Wort gehört und du bist voller Freude. Gott hat da dort was gesät in deinem Herzen und du kommst nach Hause und auf einmal schimpfen deine Eltern oder dein Mann oder deine Frau oder was weiß ich wer und sagt, wie konntest du das machen? Was ist los mit dir? Du musst dich entscheiden, entweder für uns oder für Jesus. Und dann entscheidest du dich nicht für Jesus. Das ist der, bei dem auf dem felsigen Boden gesät ist. Keine Wurzel. Es ist nichts aufgegangen. Dort ist nichts gewachsen. Jetzt kommt der dritte Art von Mensch. Also der erste war der hartherzige Mensch. Der zweite war der ängstliche Mensch, der ja, sich nicht für Jesus entschieden hat, weil Bedrängnis und Verfolgung gekommen ist. Kann auch Krankheit sein, kann auch was weiß ich was sein. Jetzt kommt der dritte Art, die dritte Art von Mensch. Wisst ihr noch die Dornen, wo ich gesagt habe? Da konnte nichts wachsen, weil die Dornen es erstickt haben. Jetzt kommt der dritte Art von Mensch. Du hörst Gottes Wort. Und schauen wir mal, wer das ist unter die Dornen. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist. Das ist der, der das Wort hört. Du hast es gehört. Und jetzt kommt die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum und ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Der erste ist der hartherzige Mensch, der will gar nichts von Jesus wissen, der lässt das Wort gar nicht in sein Herz. Der zweite ist der, der das in sein Herz lässt, aber jemand ist dagegen oder du wärst krank oder irgendwas und du fällst sofort vom Glauben ab. Der dritte ist der, ja, der lässt sich verführen. Und wovon? Sorgen und Geld. Weißt du, wie viele Menschen wollen gerne mit Jesus leben? Und der Teufel hat sie verblendet wegen dem Geld. Du hast dich für das Geld entschieden, anstatt für Jesus. Es kann ja sein, dass ich arm werde als Christ. Dann kann ich das Auto nicht mehr fahren und kann die Rolex nicht mehr tragen. Und was weiß ich? Du musst dich hier entscheiden. Entweder du folgst dem Geld oder du folgst Jesus. Entscheide dich. Du kannst nicht, Jesus sagt das so, du kannst nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder du wirst den einen hassen und den anderen lieben. Oder du wirst dich an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen. Und dem Gelde, dem Mammon steht da. Du musst dich entscheiden. Das ist nämlich der, der unter die Dornen gesät ist. Stell dir das doch mal vor. Du hörst Gottes Wort. Jesus liebt dich vom ganzen Herzen. Er will dich in den Himmel haben. Er will die Vergebung deiner Sünden er will dir Vergebung geben. Er hat mit seinem Blut für dich bezahlt. Du hast es gehört. Und du willst es annehmen, aber dann fällst du ab. Warum? Vielleicht wegen Sorgen. Vielleicht wegen Geld. Du musst dich entscheiden. Entweder Geld oder Jesus. Da gibt es ein anderes Thema, das können wir auch mal gerne mal irgendwann durchnehmen. Wenn Geld dein Gott ist, na dann gute Nacht. Merk dir dieses Sprichwort. Wenn Geld dein Gott ist, na dann gute Nacht. Jetzt gehen wir aber hier weiter. Der erste Mensch ist der hartherzige Mensch, wo das Wort Gottes nicht ins Herz geht und der Teufel kommt und reißt es sofort wieder weg. Das sind die Vögel, die die Weizen auffressen. Der zweite Mensch ist der, bei dem unter felsigen Boden gesät ist. Es kommt ein bisschen, aber bekommt keine Nährstoffe, fällt gleich vom Glauben ab, weil irgendwas passiert ist im Leben. Der dritte ist der, der sich von seinen Sorgen und von seinem Geld abbringen lässt. Hast du dich entschieden für das Geld? Oder vielleicht für dein Ansehen? Oder vielleicht für deine Karriere oder was weiß ich was. Und jetzt kommt der vierte Mensch. Wir sind ja immer noch dabei, Jesus möchte uns mit einer normalen alltäglichen Geschichte ein göttliches Geheimnis verraten. Ne? Die Schatztruhe. Und hier holen wir uns jetzt einen Schatz heraus. Und jetzt kommt der vierte Mensch. Und ich hoffe und bete, dass du zu den vierten Menschen gehörst. Vers 23. Bei dem aber auf gutes Land gesät ist. Also der Acker läuft, der Bauer läuft auf seinen Acker. Und wirft es den Weizen
Und dann fällt es auf vier verschiedenen Ackerböden. Und dann fällt es auch auf gutes Land, wo wirklich Nährstoffe sind, Wasser ist, wo wirklich etwas wachsen kann. Der vierte Mensch, der hat's gehört, hat's verstanden, hat sich bekehrt und folgt Jesus vom ganzen Herzen. Und weißt du, was passiert? Er bekommt ein neues Leben. Und jetzt sieht man das an den Früchten. Wenn du an so einem Acker vorbeiläufst, guck dir das mal genau an. Guck dir doch mal die verschiedenen Ehren an. Dort, wo nichts wächst, das Verkümmerte, das, was nichts ist, unter die Dornen, unter den felsigen Boden und auf dem Weg, was sowieso gar nicht da ist, da ist nichts, da kann keine Frucht entstehen. Aber bei dem vierten, da entsteht Frucht. Und weißt du, was die Frucht bedeutet? Ein verändertes Leben. Nicht mehr das alte Leben, sondern jetzt sieht man die Frucht in deinem Leben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Verzicht und so weiter und so fort. Ein verändertes Leben. Ja, jetzt ordne dich doch mal ein. Wo stehst du? Bist du der, der Gottes Wort jetzt gerade gehört hat? Jesus liebt dich und er will dich retten. Er geht dir nach, wie das verlorene Schaf. Und er will dich nach Hause tragen, bis in den Himmel. Und du willst gar nicht. Du hast so ein Herz. Wo ist Mike? Hier neben mir. Sag mal hallo hier, die vermissen dich schon. Du bist dieser hartherzige Mensch, du willst gar nichts von Jesus wissen. Aber dann muss ich dir auch eins sagen. Dann wirst du auch die Ewigkeit ohne Jesus verbringen müssen. Und das ist Verdammnis. Ewige Hölle. Vielleicht bist du der zweite Mensch, der es schon mal gehört hat, der es vielleicht auch annehmen wollte, aber hast dich dafür entschieden, nee, ich entscheide mich lieber für meine Familie, weil mein Vater ist dagegen und ich kann nicht mit Jesus leben. Vielleicht bist du auch der dritte, der sich so vom Geld abbringen lassen hat und Geld ist jetzt dein Gott. Vielleicht sagst du jetzt, nein, Geld ist nicht mein Gott, aber deine Lebensart, wie du dich gibst, wovon du den ganzen Tag sprichst, das verrät, wer du bist und was du bist. Wessen Herz voll ist, geht der Mund über. Und wenn du den ganzen Tag von Geld sprichst oder von deinem Geschäft oder was weiß ich, dann hast du dich entschieden. Er will uns ein neues Herz geben, genau, richtig. Und er will das steinerne Herz wegnehmen und will uns ein fleischernes Herz geben. Genau so ist es. Mintinek. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Und jetzt ordne du dich mal ein, wo du bist. Oder bist du der Letzte, der das Wort Gottes gehört hat, der es in sein Herz gelassen hat, der sich für Jesus entschieden hat, sein Kreuz auf sich nimmt und ihm täglich folgt? Wer bist du? Ja, das war das erste Gleichnis. Und jetzt haben wir hier noch 6 Gleichnisse. Und weißt du was? Diese 6 Gleichnisse ergeben nachher eine Gesamtbotschaft. Die erste Botschaft ist hier, wann kommst du wieder nach Osnabrück? Ich weiß auch nicht mal, wer du bist. Also, die erste Botschaft ist hier, wenn du Gottes Wort hörst, entscheide dich wirklich für ihn und lass dir ein neues Herz schenken und bring dann für Jesus Frucht. Und jetzt folgen noch 6 andere Botschaften in diesem Matthäus-Evangelium Kapitel 13. Ich hoffe, du wirst dich selber jetzt damit beschäftigen und wirst mal sehen, was Jesus für Schätze hier drin hast. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass wirklich das was wächst. Ja, dass du ein verändertes Leben lebst. Und zwar mit Jesus und nicht ohne ihn. Ja, bis dahin sage ich jetzt mal Amen. Das war jetzt die Botschaft für heute. Und vielleicht haben wir irgendwie noch Fragen oder Maike will uns noch was dazu sagen oder vielleicht ergänzen oder so. Ja, ich hoffe. Amen. Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen.